Hallo und herzlich willkommen, liebe Abonnenten und Besucher. Im zweiten Teil sind wir wieder an der Atlantikküste in Nordspanien unterwegs. Inzwischen haben wir die unabhängige Region Galicien erreicht und fahren entlang der Küste der Rias Altas. Die Rias Altas sind mehrere fjordähnliche Meeresbuchten zwischen Ribadeo und A Coruña. Sie bestehen aus felsigen Steilküsten mit zahlreichen Strandbuchten dazwischen. Ungefähr ab dem Ort Malpica fahren wir entlang der wilden Costa da Morte. Wegen der zahlreichen Schiffsunglücke erhielt die Küste des Todes diese Bezeichnung zurecht. Anders als bei den Rias Altas und der Costa da Morte ist entlang den Rias Baixas das Klima milder, das Meer ruhiger und die Wassertemperatur höher. Aus diesen Gründen ist hier auch touristisch viel mehr los. Der Praia das Catedrais erhielt diese Bezeichnung wegen seiner vielen Höhlen und Einbuchtungen, welche an die gotischen Kathedralen des Mittelalters erinnern. Am besten kann man sich von der natürlichen Schönheit der Felsformationen und Höhlen beeindrucken lassen, wenn man den 1,4 Kilometer langen Strand entlang spaziert. Wichtig ist allerdings, sich nach den Gezeiten zu richten. Denn die Besichtigung ist nur bei Ebbe möglich. Wenn die Flut einsetzt, geht alles sehr schnell und dann verschwindet der Strand, die Höhlen und Tunnels fast zur Gänze unter den tosenden Wellen. Das Kap Ortegal ist der nördlichste Punkt der Sierra de Capelada und gilt als Treffpunkt der Biskaya und des Atlantischen Ozeans. Die Sierra de Capelada ist der Gebirgszug mit der höchsten Steilküste Südwesteuropas.
San Andrés de Tejido ist ein beliebter Wallfahrtsort. Der in modernem Stil erbaute Leuchtturm befindet sich auf der Landzunge Frochera und gehört zur Gemeinde Valdoviño. Das Kap Vilan befindet sich an der Spitze einer kleinen Halbinsel an der Costa da Morte und liegt ca. 5 Kilometer vom Städtchen Camarinas entfernt. Der Leuchtturm steht auf einem 104 Meter hohen Plateau, er zählt zu einem der ältesten Spaniens. Die Aussicht von unserem heutigen Übernachtungsplatz auf die weitläufige Küste, das Städtchen Muschia und die Punta da Barca ist grandios. Die Wallfahrtskirche A Virgen da Barca, zu Deutsch Unserer lieben Frau vom Boot, zählt zu den bedeutendsten Pilgerzielen Galiciens. Der Legende nach soll hier die Mutter Gottes mit einem Schiff gelandet sein und den heiligen Jakobus bei der Christianisierung unterstützt haben. Einige Jakobspilger verlängern ihren Camino in Santiago de Compostela über Finisterre nach Muschia und beenden ihren Weg an diesem legendären Ort. Das steinerne Mahnmal A Ferida erinnert an die Katastrophe des Tankers Prestige. Das Hafenstädtchen Muschia liegt zu Füßen des Felsenhügels Monte Coprino. Der Weg, der zum Kap Finisterre führt, beginnt am Ortsende von Finisterre bei der romanischen Kirche Santa Maria das Areas. Am Kilometer Stein 0 endet für viele Pilger der Jakobsweg. Musik
Der Strand von Carnota zählt mit seinen 7 Kilometern zu den längsten in Galizien. Bei Ebbe ist er an manchen Stellen mehr als 500 Meter breit. An seiner inneren Lagune tummeln sich zahlreiche Vogelarten. Besonders schön sind die vom Wasser umspülten Steinformationen. Sie verleihen dem Strand eine mystische, geheimnisvolle Atmosphäre. Abgerundet werden die schönen Eindrücke durch eine bunte Flora. In Galizien, im kleinen Dorf Esaro, gibt es einen ganz besonderen Flusswasserfall. Über einen Holzsteg gelangen wir zum Rio Xallas, der in einer Höhe von 100 Metern in einer Kaskade in die Tiefe stürzt und anschließend direkt ins Meer fließt. Den Aussichtsplatz von Esaro erreicht man über eine schmale, sehr steile Straße. Die Aussicht auf die Flussmündung, das Dorf Esaro und das Kap Finisterre ist fantastisch. Das eisenzeitliche Castro de Baronia befindet sich südlich von Porto do Son in Galizien. Es wurde auf einer kleinen Halbinsel direkt am Meer errichtet und vom 1. Jahrhundert vor Christus bis ca. 400 nach Christus von Kelten genutzt. Die etwa 20 Rundhäuser waren in einen oberen und einen unteren Bereich unterteilt und von einer dreifachen Mauer mit Gräben umgeben. La Montagna da Curota ist ein Gebirgszug von ca. 620 Metern Höhe und liegt in der Region Barbanza. Wir fahren auf schmalen Straßen hoch zu einer Senderanlage und erfreuen uns bei herrlichem Sonnenschein an den vielen grandiosen Ausblicken. Die Fernsicht reicht bis zu den zahlreichen Küstenorten und den kleinen Inseln in den Rias Baixas.
Im bei Feriengästen beliebten Küstenstädtchen Bayona erwartet uns eine weit geschwungene Strandbucht, ein malerisches Kastell und eine historisch interessante Altstadt. Von der ehemaligen Ermida di Santa Marta ist nur noch die Kapelle erhalten. Gleich daneben befindet sich der Wohnmobilstellplatz. Das Kap Monteboi wird von der Festung Fortaleza de Monterreal dominiert. Die Wehranlage wurde zwischen dem 11. und dem 17. Jahrhundert errichtet und mit einer 3 Kilometer langen, zinnenbekrönten Mauer umschlossen. Innerhalb des Mauerrings wurde auf den Burgruinen das Luxushotel Parador Conde de Gondomar erbaut. Im März 1493 legte in Bayona die Karavelle Pinta als erstes der Schiffe an, welches an der Entdeckungsreise von Christoph Kolumbus teilnahm. Der fast 350 Meter hohe Monte de Santa Trega erhebt sich südlich von der Stadt Aguarda. Die Aussicht auf die Küstenlinie und den Rio Minho, welcher die Grenze zu Portugal bildet, ist grandios. Bereits in der Jungsteinzeit war der Berg besiedelt. Ab dem 6. Jahrhundert vor Christus nützten die Kelten die isolierte, geschützte Lage für die Errichtung einer Siedlung. Das Castro de Santa Trega wurde 1913 entdeckt. Die zum Teil rekonstruierte Anlage besteht hauptsächlich aus Rundbauten, aber es gibt auch ovale und quadratische Grundrisse.